Hallo meine Freunde der leichten Zerstörung und willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ja, heute wieder mit der PSG-Karriere, scheint wohl gerade Länderspiel-Woche zu sein, weil ich nur drei Leute trainieren kann. Ja, aber egal. Ja, da müssen wir halt gucken, wo der Hase langläuft. Jetzt gegen den Gegner. Kann ja nur noch schöner werden gegen Saint Etienne. Mannschaften alle fit, niemand verletzt. Ja gut, bis auf Edinson Cavani und Verratti. Aber, was soll man machen? Wir haben jetzt wieder unser normales Team aufgestellt. Vardy, Di Maria. Stimmt, Draxler wollte ich eigentlich nach vorne stellen, um im ZOM zu spielen. So, dann muss man sagen, fangen wir, bevor ich anfange, muss ich noch mal schnell machen. Die Zuschauer sicher 5. Und auch die Soundeffekte auf 5. Sorry, da habe ich komplett vergessen. Aber egal, ja, verlassen wir uns jetzt nicht ablenken, ist nicht so schlimm. Oh Mann, es regnet. Da spielt man doch sehr gerne Fußball. Dich haben wir jetzt ein bisschen auf ein paar Vorteile. Oh, Regen. Erregend. Der Regen ist erregend. Nee, ja, gucken wir mal, was die Neuen da, mehr oder minder Neuen da zusammenhauen heute. Wieder haben wir das letzte Mal auch sehr die Hütte abgebrennt in Paris mit ihren Toren. Und ja, die Stimmung natürlich sehr gut, wie man an den Fans hört. Ja, jetzt gucken wir mal, wie man nach der Länderspielpause auftreten. Wir können mehr oder minder froh sein, dass sich keiner unserer Topspieler verletzt hat, aber ja, trotzdem. Und da Draxler mit der ersten Torchance im Spiel. 6 Minuten fast rum und Draxler prüft den Torhüter James Vardy dann nach besagter Ecke gleich zum zweiten Mal. Haben wir jetzt wo Handspiel gewesen sein? Ja, egal, 8 Minuten. Gleich rum und jetzt muss Kevin Trapp ran greifen. Das war einfach nur genial. Ja, Trapp nochmal erneut, spielt dann den Ball gleich so kurz, dann kann man gleich den Steilpass spielen. Dann der Heber fast auf die Maria, aber wohl ein bisschen zu überhektisch gespielt von meiner Seite her. Aber egal, müssen wir halt nur gucken, was wir da heute noch aus unseren Chancen anstellen. Ja, beide Mannschaften offensiv stark, haben natürlich auch die Voraussetzung, dass beide hier
gewinnen oder ein Remis schaffen. Sieg wäre natürlich für beide Mannschaften gut, noch in dieser frühen Saison. Ah, die Maria wird hier vom Verteidiger vom Ball getrennt und jetzt versucht natürlich versuchen die natürlich den Ball zu bekommen. Die Maria! Und ui, 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 ui. Saint-Étienne macht natürlich auch. Druck, aber PSG spielt das alles routiniert runter. Jetzt wieder bei Julian Draxler. Der passt, dann der versuchte Heber rein. Aber wir müssten halt noch das Tor schießen und das fehlt bisher jetzt. Aber ich habe da die Hoffnung und weiß, dass wir in der zweiten Hälfte zurückkommen bzw. dann in Führung gehen werden bzw. können, um hier die nötigen Punkte für den Dreier, die nötigen Tore für einen Dreier zu schießen. Das 1:0 durch Kun Agüero. Was für ein drittes Saisontor, Sergio Kun Agüero. Mit dem Ding. Ja, da rede ich gerade noch von der zweiten Halbzeit und im Spielzug mache ich hier gleich das 1:0. Und jetzt geht es an den Tieren natürlich auf den Ausgleich. Die wollen natürlich jetzt vor der Pause noch den Ausgleich. Ball wieder auf Sergio Agüero. Der wartet, sieht unten die Maria. Die Maria geht auf der Außen, geht nach innen und wird gefault. Jetzt kann aber der Freistoß kommen. Ich meine, ja, die Maria kann schon gute Freistöße. Aguero! Aguero mit dem Kopfball. Erneut die Maria, Ball ist abgeblockt. Springt zu Aguero, die Maria. Und da ist Draxler, aber der kriegt den Ball nicht wirklich weit beziehungsweise gefährlich aufs Tor. Jetzt kann natürlich noch Saint-Étienne vor der Halbzeit was probieren. Ah, klasse vom Verteidiger hier gelöst in der Situation. Und Halbzeitstand 1:0 für PSG. So sieht man das doch gerne. Saint-Étienne halt. Ja, mehr Ballbesitz, weniger Zweikämpfe, Ecken und Tore haben es auch weniger. Ja, Ballbesitz ist nicht so das Wichtige, Hauptsache man schießt vorne die Tore. Zu Beginn der zweiten Halbzeit keine Veränderungen auf bei beiden Teams. Die werden wahrscheinlich dann erst Mitte der zweiten Halbzeit kommen, zumindest bei Saint-Étienne, und ich wechsle. Ob ich überhaupt wechsle, noch ein paar Spieler weiß ich nicht. Julian Draxler jetzt sieht Freiraum, Angel Di Maria. Der stoppt nochmal in die Mitte zu Agüero! Sergio Agüero mit dem 2:0. Komm aus der Kabine raus, haut das Ding rein. Wum. Aus der Drehung, klasse von Di Maria rein und der trifft den Ball optimal und zu seinem vierten Saisontor. Das ist doch absolut genial von Kun Agüero. Ja, 6 Schüsse, 2 Tore. Ja, 6 Schüsse und 3 Tore wären effizient gewesen. Aber egal, 2:0 bis jetzt. Jamie Vardy eigentlich war überhaupt noch nicht im Spiel gewesen. Habe ich den Hauptsitz schon einen Ball gegeben? Ich glaube nicht, dass er heute schon einen Ballbesitz hatte. Ein Wurf, Saint-Étienne. Der Trainer hat eine komische Frisur, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber egal, Ball jetzt wieder auf
Sergio Aguero, der wartet, sieht dann Angel Di Maria und der Ball wird abgefischt. Di Maria mit dem Ball, mit dem Eckball fast auf Jamie Vardy, aber der wird zum Verteidiger gestoppt. Dann offensiv Foul vom Verteidiger. Ja, ist jetzt natürlich. Wir haben jetzt natürlich noch vor. Verstärkung brauchen wir eigentlich keine mehr. Wir haben jetzt einmal zwei Top-Stürmer geholt. Im Tor sieht auch alles gut aus. Und ja, der Rest. Ja, im Tor brauchen wir dann mal noch nicht arbeiten. Kevin Trapp, einen guten Torhüter hinten. Ja, da hat Jamie Vardy. Ich bin froh, dass ich diese Transfer getätigt habe. Ja, dann heute Jamie Vardy. Klasse, kriegt den Ball zu kurz, aber der bleibt einmal kurz easy, kriegt den Ball rein. Ja, gibt keinen Eckball, aber wird schon wieder verfolgt. Natürlich, na, jetzt lassen wir den natürlich auch nicht spielen, weil wir wollen jetzt nicht den Anschlusstreffer kassieren. Der sollte rausgehen. Durch die Mitte durch und dann ideal, fast ideal. Ja, Guerrero macht das gut, Barbe sitzt immer noch wenig, 4% weniger als Sandettchen. Die Maria Kun Agüero, fast das 3:0, aber leider auch nur fast. Ja, man muss sagen, manche beiden Mannschaften spielen nicht schlecht. Oben wird unser nächster Gegner angezeigt. Ja. Gucken wir mal, Thiago Silva jetzt am Ball. Jetzt nicht am Ball. Er wurde angeschossen. Ja, und nochmal erneut, aber dann putzt der kleine Horst, hat das Ding sehr weit weg. Ja, warte jetzt mit dem Kopfball nach außen. Ja, kurz aber. Ball kommt in die Mitte, Ball aber geklärt. Die Maria auf Aguero, der auf die Maria und die Maria setzt seine Schnelligkeit ein. Dann seine Hinterlistigkeit, kriegt den Ball nochmal runter, der kriegt den Ball. Man wollte Kun Aguero mannschaftsdienlich spielen und das Ding abgeben zu Julian Draxler. Da war ein Verteidiger der Gegner schneller. Kein Abseits von Julian Draxler. Und Eckball. Jetzt kann man auch wechseln. Ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen mit drei Wechsel. Erstmal ein paar neue, drei neue spielen, kann man jetzt Zeit von der Uhr nehmen. Ben Arfa und Motta und genau Eckball. Erneut Ben Arfa und der Ball kommt irgendwie zu Timonier, aber der kriegt den Ball nicht aufs Tor. Dann Vardy noch mehr runter. Ja, und dann ist es eigentlich ein Ball für den Torhüter. Der macht dann das einzige Richtige. Knackt das Ding nach vorne. Wo die Partie noch mit 2:0 beendet worden ist. Klasse, zwei Tore von Kun Agüero. Damit haben wir uns die Tabellenführung wieder erspielt. Natürlich wollen wir da oben nach der Saison auch stehen. Ah, ja. Okay. Nationalposten mögliche Paraguay und Chile. Okay. Irgendwer will spielen, habe ich gehört, habe ich gesehen. 49, warte mal. Dann 62er zentrale defensive Mittelfeldspieler.
Okay, dann tue ich Pastore raus, mach das aber dann so und stelle ihn wieder nach hinten. Ne? So. Ich kann ja dann je nachdem wieder Pastore einwechseln, wenn er mir nicht gefallen sollte. Augustin und da, ja schon drinnen. Da haben wir ihn. Hat großes Potenzial. Freut mich zu hören. Munir, ja, den sein Gehalt muss ich, will ich sowieso noch ein bisschen in die Höhe schieben. Und dann kann ich natürlich dann auch gleich mit Trainingsleistungen helfen. Meiner Meinung nach. Ja, heute das und jetzt das nächste und letzte Spiel für diese Aufnahme. Und die Elfenbeinküste will mich als Nationaltrainer. Na, hab ich einen. Nee, Elfenbeinküste wirklich nicht. Immer noch. Olympique Lyon wird natürlich heute spielen. Wahrscheinlich, schätze ich mal. So. Ich wüsste nicht warum. Wir spielen in einer Alternative. Tieftressen. Ja, dass sie sogar einen Alternativdress haben, wo man die Wappen überhaupt nicht zieht, aber. Egal, Bono und Stürmer, der vorne eine. Ich brauche nur Kun Agüero. Und Angel Di Maria. Der Rest. Erledigt sich dann von selbst. Ja, wenn man von Angel Di Maria spricht. Klasse Flanke, aber der Ball kommt nicht an, abseits von Jamie Vardy. Dann die Flanke, die auf Agüero kommt. Ich will noch ein Tor schießen. Eins mindestens. Geht bitte. Naja, wurscht. Im Match haben wir dann mehr Leute stehen. Da machen wir wenig Zoom. Wie jetzt den Weiß. Können wir gespannt drauf sein. Oh, ich kann mir Fehlpass. Aber egal, weiter geht's. Aguero. Auf Vardy. Vardy auf. Oh. Auf den Torhüter. Ja, nee, ist klar. Vardy auf den Torhüter. Aber egal, Einwurf jetzt er wieder. Und jetzt wieder über Angel Di Maria. Der packt seine Schnelligkeit aus. Lass den Verteidiger stehen, geht nach innen, sieht die Flanke. Che! Wie? Achte Spielminute. Mit dem 1 zu 0 unsere Nummer 13. Jamie Vardy. Ey, klasse. Sein zweites Ligator ist zwei Tore hinter Angel Di Maria. Ist aber auch ein Spiel später gekommen als Angel Di Maria. Da hat der Angel Di Maria, glaube ich, schon zwei Tore oder so. Ja, doch schon. Egal. Wieder Pass auf Jamie Vardy. Und der Süd in der Mitte. Matuidi, aber der bleibt am Verteidiger und am Torhüter hängen. Ja, PSG macht Druck. Wir wollen natürlich die 3 Punkte, damit wir den ersten Platz oben halten. Was für ein Fehlpass! Was für ein Fehlpass! Aber machen wir keine Sorgen. Matuidi. Boah, wieder am Leibwall gezogen, stört ihn überhaupt nicht. Sieht oben Draxler. Der richtet sich die Kugel her. Oh, war gute Parade vom Torhüter. Die Maria Munir, Eck, Abschluss. Ah, probieren kann man's.
Mann, jetzt haben wir gleich 20 Minuten, jetzt haben wir gleich eine halbe Stunde gespielt. Mal 1-0 vorne durch Jamie Vardy, da kann man noch einiges probieren. Aguero zeigt an, er will Ball. Der neue, der was Einsatzzeit wollte. Boah, der fatale Einwurf, wo werf ich denn hin? Man schaut, dass die nach vorne spielen, spielen ja sowieso wieder komplett zurück. Und ich habe damit meinen Spielern natürlich überhaupt kein Problem. Die Maria jetzt auf Kurzawa. Der wartet, wartet. Nun dann auf Wadi. Der wartet, nimmt fast Kurzawa mit. Spielt doch zu Angel Dima, zu Sergio Aguero. Der trickst ein paar Spieler aus. Und trifft dann fast wahrscheinlich schon wieder. Sergio Aguero 0 zu 2. Was für ein Ding. Draxler natürlich gleich der erste da. Hier sehen wir, er trickst einen aus und dann wollte er schießen, nimmt sich an und dann haut er das Ding rein. Fünftes Saisontor. Sergio Aguero. Und schon wieder 2-0 vor der Halbzeit. Und schon wieder 6-0 Schüsse bis zum 2-0. Man sieht, ich brauche nur 6 Schüsse für 2 Tore. Nehmen wir Effizienz. Ah, jetzt bleib ich hängen. Ah, Kurzawa setzt gut nach, kriegt dann die Kugel wieder durch auf Jamie Vardy. Die Flanke auf Aguero. Aber der köpft das Ding mitten auf den Torhüter. Draxler, Draxler. Nein, ey, ja, gut. Draxler kann auch hinten gut spielen, jetzt auf Munir. Matuidi, ja, wahrscheinlich. Und der Halbzeitstand 2-0. Ja, Guerra und Vardy, die zwei da vorne, haben doch die Abwehr von SM. C SM SMC natürlich echt blöd ausschauen lassen nach den zwei Toren und der Sturm bringt also viel wie nichts zusammen, meiner Meinung nach. Boah, Freiheiten über Freiheiten. Die Maria geht hier durch, wartet dann mal kurz und wird gefault. Bringt die Flanke. Kurzawa nimmt es sich an. Probiert's. Er hat's probiert, aber leider nicht. Oh, kriegt den Ball. Oh, und da rennt er. Und da rennt die Maria in den Rückraum. Wo steht er? Aguero, was macht denn Aguero? Aber war abgeblockt, okay. Eckball war die auf dem Torhüter. Draxler kriegt den Ball durch auf Aguero. Aber der Torhüter ist da. Naja, dann die Maria, der war zu weit. Oh Mann, jetzt könnten die Gegner kontern. Die Betonung liegt auf könnte, aber
sie schaffen es nicht. Mehr oder minder nicht. Trapp hatte gerade viel Glück, Pässe mit 2% weniger. Ja, aber dafür, das gibt's ja nicht. Draxler hüpft unterm Ball durch. Die Maria. Habe ich den Freiraum nicht gesehen. Munir gewinnt das Kopfballduell. Boah, Ball ist nicht da. Pfosten! Pfostenglück für Kevin Trapp. Er war schon geschlagen. Und dann steht der Pfosten da, wo er am Pfosten zu stehen hat. Aguero, Kurzawa, klasse Übersicht von Aguero. Die Flanke auch noch auspuffig. Babi ist jetzt schon wieder 4% weniger. Die Maria. PSG macht natürlich Druck, wir wollen hier am besten noch ins Dritte schießen. Und da ist Matuidi, aber der kriegt den Ball nicht zum unter Kontrolle. Munir. Oh ne, dann rutscht dann noch daneben. Ja, nein. Und ja, jetzt kann. Es gibt Freistoß, na, ich werde nicht mehr. Drüber! Offensichtlich. Ja, und jetzt noch das Nötigste, damit die das 2:1 machen. Und gucken mal, ob wir noch zu einer Torschuss kommen. Aber nötig war eigentlich keine mehr. Draxler jetzt noch auf Aguero. Der nochmal auf Draxler. Der auf Wadi. Wadi rennt nochmal runter, macht nochmal einen Übersteiger. Bringt nochmal die Flanke. Matuidi nochmal. Und dann ist der Ball weg. Und die Partie 2:0 gewonnen. Wieder 2. Schöne Tore und wieder mal Aguero, einer der Torschützen. Der wird sicher am Ende der Saison Torschützenkönig. Aber ich sage danke fürs Zusehen, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar unten in die Kommentare. Und wenn du neu bist und nichts mehr von mir verpassen willst, kannst du mich gerne unten kostenlos abonnieren. Wir sehen uns Samstag wieder mit einem neuen Video und tschüss.